So, wie versprochen geht's direkt weiter mit Kühn. Ja, also jetzt müssen wir uns daran machen, den Schwierigkeitsgrad zu wählen, wie es aussieht. Ich dachte erst den Charakter vielleicht, aber nein. Also wir können uns nur für den Schwierigkeitsgrad entscheiden, aber mal sehen, was noch kommt. So, legendär, brutal, schwer, normal, einfach. Ja, also legendär. Ja, na klar. Wenn wir schon bei The Witcher 3 mit Todesmarsch begonnen haben, dann machen wir das hier. Mit legendär. Mal sehen, wie wir uns anstellen. Wird eine harte Nuss, glaube ich, aber wir können es ja erstmal probieren. Vielleicht können wir innerhalb des Spiels den Schwierigkeitsgrad nochmal ändern, falls es uns zu happig werden sollte. Gucken wir mal. Okay, kommt eine Sequenz. Ach nein. Kehrt nach Windenburg zurück. Kehrt nach Windenburg zurück. Magni-Krieger. Aha, sind also ein Magni-Krieger. Mission beginnen. Der Feuer... Nährstellen und nachstellen. Fühlt sich nicht nur durch die Feuerkräfte, sondern... Ach, füllt sich nicht nur durch die Feuerkräfte, sondern durch jedes Feuer in der Umgebung. Oh, die Auflösung ist wirklich sehr hoch, Leute. ja. Na dann, beginnen wir mal. Mission. Oh. Wir haben überlebt. Den Tri sei Dank. Ich dachte, ich würde die Sonne nie wiedersehen. Ich fühle mich genau wie vorher, nur nicht mehr lebendig begraben. Das ist neu. Wir sollten uns glücklich schätzen. Gunnar meinte, die meisten Krieger überleben das Ritual nicht. Jetzt sind die Kräfte der Magniesteine für immer unser. Ich kann mich nicht erinnern, dass Gunnar das gesagt hätte. Wann soll er das gesagt haben? Kein Wunder, dass es so wenige Magni-Krieger gibt. Ha, Bram. Das ging ein bisschen schnell. Ha. Bram, jetzt ist es zu spät, um sich Sorgen zu machen. Wir haben es geschafft. Wir sind Magni-Krieger. Ja, ne, also wir sind ja noch verwöhnt, ne, von The Witcher 3. Was die Vertonung angeht, die ist natürlich nicht vorhanden. Also hier gibt es keine Sprachausgabe. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei der deutschen Version so ist oder... Also sich nur auf die deutsche beschränkt oder es auch im Englischen so verhält. Können wir ja nochmal bei Gelegenheit testen. Ey, was haben wir denn da Schönes gefunden? Einen Kurzbogen und eine giftige Scherbe. Ja, also mit Tabulator, merke ich gerade, können wir zwischen den Charakteren hin und her schalten. Die haben offenbar auch unterschiedliche Fähigkeiten. Project Life. Ah, da können wir uns wieder mit Lebensenergie vollpumpen. Vielleicht können wir hier hoch. Nein. Offenbar können wir uns nur auf diesen vorgegebenen Faden bewegen. Ist ja erstmal nicht schlecht. Also wir können uns zumindest nicht verlaufen. Hat doch auch mal was, ne? Ist nicht unbedingt das Schlechteste. So, ei, ist eine Idylle. Idylle. Aber wie so oft wahrscheinlich sehr trügerisch. Ein Bauer möchte mit uns sprechen. Der winkt uns auch freundlich zu. Sprechen wir mal mit ihm. Alrik und Brahma, der kennt uns. Ihr habt überlebt. Der hat also nicht mit unserem Überleben gerechnet. Keine Ahnung warum. Ihr seid monatelang in dieser Höhle gewesen. Ich kann mich nicht an den letzten Krieger erinnern, der das Ritual überlebt hat. Gunnar war der Letzte. Und kurz davor Gisur. Tja, offenbar leidet der Bauer unter Alzheimer. Wir werden euch Magni-Krieger hier gut brauchen können. Angeblich gibt es Ärger mit den Aeshir. Aber die Aeshir sind so friedlich. Oder Aeshir. Aeshir wahrscheinlich. Wie lustige grüne Schafe, die trommeln können. Eieiei, die waren echt lange in der Höhle, glaube ich. Naja, und Skelette beleben die... die Hausarbeit für sie erledigen. Das ist natürlich cool. Also ne, Kommanden. Ich hoffe, dass es nur ein Gerücht ist. Wir haben mit den Wölfen schon genug Ärger. Das Letzte, was wir brauchen, sind wütende Aeshir. Wir halten die Augen offen. Wir sind auf dem Weg zurück nach Windenburg. Ja. Also das Team... Quatsch.
Ja, also das Spiel wurde auch von einem niederländischen Team erstellt, produziert, wie sagt man, programmiert. Ja, naja, es gibt so viele Arbeitsschritte, die so ein Spiel umfassen. Also da kommen durchaus mehrere Berufsgruppen zum Tragen. Grafiker, Programmierer, Layouter, Texter, alles Mögliche, ne? Also hier scheint es nichts weiter zu geben. Und die Schafe. Die weiden so friedlich. Oh, ein Wolf. Naja, das hat er wahrscheinlich gemein, ne? Okay, also wir kamen auch eine Pause. Ah, okay. Wir bei der Skate. Ah, greift das Viech mal an irgendwie. Und er mit, ja, Panik auslösen oder sowas. Ja, okay. Aha. Oh Gott. Bleib mal dran, Junge. Man muss wirklich... Oh. Tja. Einer ist direkt schon gestorben. Ich geh mal näher ran. Ach, dann wird er wieder belebt. Okay. Eieiei, und heilt sich so nach und nach. Oh, oh. Also der Schwierigkeitsgrad ist Hammer, den wir gewählt haben. Das ist nicht ohne. Also ich glaube, das wird nicht ganz so simpel wie bei The Witcher. Ich meine, da war es ja auch schon dann und war nicht ganz so einfach, aber... Achso. Das ist wie im Strategiespiel, ne? Einfach... Rahmen drum ziehen, dann geht's weiter. Ja, ist ja gut. Hier können wir zumindest nichts falsch machen. Ach, da ist ja jemand, der unsere Hilfe benötigt, wie es aussieht. Aber wir gucken uns erstmal um. Nicht, dass wir hier noch was übersehen. Ach, ich will immer. Nein. Okay, sprechen wir mal mit. Wer ist da? Ul Ubricht oder so. Bengta. Okay, anklicken. Ubricht. Bram, Alrik, ihr lebt. Bitte, bitte helft mir. Auch er hat nicht mit unserem Überleben gerechnet. Wölfe haben eine kleine Bengta getötet. Bitte bringt sie mir zurück. Ja, und weiter nichts ist. Aha. Das kriegen wir. Ja, nehmen wir es mal an. Pakt akzeptiert. Karrenkummer. Aha, ich glaube, das kann ich ja mit der einen Fähigkeit, die wir haben. Das ist so eine Art Tutorial. Healing. Moment mal. Nee. Muss den wiederbeleben. Was kann er denn? Was ist das denn? Rebirth. Ah. Da ist er. Na also, haben wir geschafft. Jetzt kriegen wir diese tollen Gegenstände. Tri segne dich. Ihr habt meine Tochter zurück ins Leben geholt. Thank you. Aha. Schön. Direkt eine gute Tat. So, gucken wir mal nach. Die Tastatur. Kurzbogen. Achso, der eine, der benutzt ja hier einen Bogen, ne? Der Bram. Ne, der Alrik. Ah, das ist der Alrik, okay. Oh, ist der besser? Nö. Feuerschaden. Ach, der macht doch Feuerschaden, ne? 2 Schaden pro Sekunde. Selten, ne? Ja. Aha. Cruel Crew Boulder of 30. Angriffsgeschwindigkeit. Also, zumindest die Überschriften haben sie nicht übersetzt. Ach, die habe ich zweimal ausgewählt. Hä? Cruel Bow. Gewöhnlich aus selten. Als Hauptwaffe. Was haben wir denn da?
Ich glaube, er hat generell nur den Bogen. Kurzbogen. So, egal. Soll er mit dem schießen. Aber scheinbar brauchen wir keine Pfeile. Das ist schon mal gut. Okay, was hat er hier? Oh, die können wir noch nicht... Ach, Eye of the Fire Axe. Ah, ich glaube, das gehört zum DLC. Die können wir dann natürlich noch nicht benutzen. Da brauchen wir erstmal... Benötigt Körper 45. Ist das unsere Stufe? Körper haben wir gerade mal 2. Also wird noch ein bisschen dauern. Bis wir so weit sind und die tragen können. Oder benutzen können. Tja, hier ist schon mal nichts weiter. Ne, hier können wir auch nicht weiter. Also das sind dann unbegrenzte Levelabgrenzungen sind denn hier. Unsichtbare. Oh, da ist wieder ein Vieh. Ach ne, was hat denn da? Aha, okay. Dann eine Pflanze abgeschossen. Ach, er schießt jetzt einfach auf die... Na gut. auf die Kisten. Ach so, das sieht so aus, als wäre da noch was drin, ne? Ist aber nicht. Also nur... Wenn die Kisten geöffnet sind, dann, dass wir sozusagen wissen, ihr wart hier schon mal und habt die Kiste geöffnet. Das ist schon mal super zu wissen. Na, du sollst auch mitkommen. Kann ich denn beide auswählen direkt? Egal. Zumindest mit dem Rahmen funktioniert das hier. Okay, weiter geht's. Vielleicht mal speichern. System, aha. Das F6. Wir sollten, also irgendwas sagt mir, wir sollten häufig speichern. Mhm, vielleicht können wir auch Gegner einzeln angreifen. Das wäre hier echt von... oh Gott, was sind das für Viecher? Das sind diese Nekromanten, oder? Von denen die gesprochen haben. Ah, die schlafen noch alle, oder was? Die haben alle leeren Lebensbalken. Komm, mit denen quatschen. Die werden auch als Feinde gekennzeichnet, aber... noch tun sie uns nichts. Okay. Aber hier ist scheinbar irgendwas gibt's hier zu tun, wie es aussieht, ne? Also reden können wir mit denen nicht. Sie würden uns angreifen. Wenn hier irgendwelche Umstände dies begünstigen würden oder so. Aha. Oh. Vielleicht jetzt. Also ich speichere schon mal. Ah, das, da gibt es dann auch ein akustisches Signal, wenn wir speichern. Das ist gut zu wissen. Todesstein. Sollen wir den nehmen? Ein Nährstein. Nur Todesstern. Aber die tun uns nichts. Ich weiß nicht, ist es ein Bug, Leute? Was würdet ihr sagen? Sie uns hier nichts tun, aber offensichtlich als Feinde ausgewiesen werden hier. Und ihr eigenes Süppchen kochen. Na geil, lassen wir sie mal links liegen. Solange sie uns nichts tun, sind wir. Aber vielleicht kommt das ja noch, ne? Gott, nochmal speichern. Da ist nämlich wieder ein Wolf. Ach du Scheiße, das ist noch einer, oder? Zwei Wölfe. Hm. Mit einem hatten wir schon arge Probleme. Schießen wir mal erst mit ihm. Ich kann mal den anlocken. Oh nee. Der hielt ja bis auf. Oh nein, die kommen beide. Mhm. Oh nee. Das jetzt aktivieren. Ich probier mal. Ja, der kriegt Angst. Yes! Oh, der fliegt ja schön durch die Gegend. Und verschwindet im Level Nirvana. Ah, jetzt gewinnt man Selbstbewusstsein, ne? Muss ich nur gezielt einsetzen, die Fähigkeiten. Yes! Alles ist machbar, würde ich sagen, mit dem Schwierigkeitsgrad. Aber gut, Leute, das waren jetzt nur Wölfe. Wer weiß, wenn hier irgendwelche Golems oder sowas kommen, wie es dann um uns aussieht. Aber, ja, ist deutlich taktischer als Diablo, also dafür, dass das so als Diablo-Klon... Ach, da ist noch was. Ember-Shard. Ach, och, das ist ja cool.
Das ist mal praktisch. Man muss nicht extra hinlatschen, um das aufsammeln zu können. Sehr geil. Also die Komfortfunktion, ja, mögen jetzt vercasualisiert erscheinen, aber ich finde es doch sehr bequem. Sehr angenehm auf jeden Fall. Muss man da nicht extra hinlatschen. Oh nee, noch mehr Wölfe, wa? Ach, hier kann man auch was aufnehmen, ja? Kamera folgen aus. Ach so, das kann man ausstellen. Nee, das lasse ich mal an. So, nee, nehme ich mal wieder den Schützen. Nach vorne, der soll erstmal anlocken. Kommen sie beide? Oh. Weg. Man sieht doch direkt, wo sie hinrennen. Oh, gerade der noch unversehrte Wolf folgt uns. Ich hoffe mal, der andere bleibt versehrt. Boah, war das ein Schaden. Oh ja, der hat gesessen. Ja, man kriegt's gut hin. Also mit zwei Gegnern, kleineren Gegnern können wir es noch aufnehmen. Ich weiß nicht, wie schnell man hier im Level steigt. Das eine ist auf jeden Fall diese Geistfähigkeit, Gesundheit und... Ja, beide haben Gesundheit und Geist. Also Geist steht wahrscheinlich dann stellvertretend für Mana. Das andere ist natürlich Vitalität, ne? Gesundheit, Vitalität ist ja ein und dasselbe. So, also zumindest in dem Spiel. Ah, gespeichert. Was, mir gefällt das nicht? Was hat er gerade? Das gefällt mir gar nicht, nein. Mir brennt alles. Ah, und da ist noch eine Truhe. Hoffentlich können wir uns hier nicht verbrennen. Solider Stein. Da haben wir einen. Okay. Ist hier noch was? Eieiei, die Sammelwut packt ein. Ja, hier soll es ja etliche Gegenstände geben, wie gesagt. Ne? Allein 100 Zutaten, um seine Waffen aufzurüsten. Und seine Rüstung. Oh, was haben wir denn hier? Oi. Colored Feather. Eine farbige Feder. Aha. Ah, hier war doch noch was. Okay. Wäre schön, wenn man das markieren könnte. Oh, sind sich wieder getrennt. Na, hier war doch noch was. Oder irre ich mich? Aber auf jeden Fall brennt es hier. Was haben wir denn hier? Schnell laden. Aha. F6 und F8, okay. Eng beieinander. Öffne das mit J, das Journal. Öffne die Karte. Oh, das ist alles Standard, ne? Das kennen wir. Also die Steuerung ist ziemlich vertraut. Kommt sein zumindest vor. Oh, hier liegen auch welche. Können wir die auch wieder beleben? Wäre geil. Aber ne, die werden nicht. Also, die werden nicht markiert, wenn wir mit dem Mauszeiger über sie streichen. Quasi. Hier war es doch, ne? Ich probiere es einfach mal. Warum nicht, Leute? Ne, da tut sich dann auch nichts. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Ja. Ja, also da muss ich nochmal gucken, was da für die Tastaturkürze sind. Also das ist mitunter doch ganz schön lästig, wenn man da immer mit dem Rahmen um die Party fahren muss. Zumal man ja nachher bis zu 5 Partymitglieder noch zusätzlich aufnehmen kann. Aha, ich glaube, es ist das Dorf, wo wir hin sollten, ne? Gut, Leute. Wache John, mein lieber Shane. Ja, die Übersetzung, die hinkt noch etwas, ne? Egal, ist nicht schlimm. Sonst haben sie es eigentlich ganz gut übersetzt, bislang zumindest. Der Witz kommt auch ein bisschen rüber, natürlich bei Dialogen, ne, wenn das dann passend vertont ist, aber gut.
Lieber so, als wenn es schlecht vertont wäre. Tja, Leute, okay. Ist das die Ortschaft, zu der wir uns begeben sollen? Nach Winborg? Ich vermute fast ja. Aber wir werden es beim nächsten Mal herausfinden. Also dann, ciao, ciao. Und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Saftschak. Bye, bye.